Can you give us a question? Don't be rude. Can you give us a question? I'm not going to give you a question. Can you stay categorical? You are fake news. Sir, go ahead. Can you stay? Die Entwicklung, diese Tendenz gibt es. Wir kennen die Länder in Europa, wo die Pressefreiheit massiv eingeschränkt ist. Ich halte es für ganz tragisch und schrecklich für die Zukunft. Wir werden das bei Bayern München zumindest in dieser Art und Weise nicht mehr akzeptieren. Und was mich dann vor allem auch sehr gestört hat, weil ich ja mittendrin war, auch neben dem Trainer gestanden bin, wie es dann geheißen hat, er hat den Finger Richtung eigene Fans gezeigt. Gogut Juricin, also da nehme ich auch zum Beispiel gewisse Medien, auch nicht alle, weil das wäre auch wieder unfair, nehme ich auch in die Pflicht, die haben schon sehr damit sehr dazu beigetragen, gerade am Ende, dass er halt sehr, sehr stark in den Fokus und ins Schussfeld gerät. Pressefreiheit, ein wertvolles Gut einer aufgeklärten Gesellschaft, vielfach als wichtiger Grundpfeiler einer funktionierenden Demokratie bezeichnet. In Österreich ist sie gesetzlich gleich doppelt abgesichert. Einerseits historisch durch das immer noch geltende Staatsgrundgesetz von 1867. Dort heißt es in Artikel 13: Jedermann hat das Recht, durch Wort, Schrift, Druck oder durch bildliche Darstellung seine Meinung innerhalb der gesetzlichen Schranken frei zu äußern. Andererseits in Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Unter Freiheit der Meinungsäußerung heißt es darin: Dieses Recht schließt die Freiheit der Meinung und die Freiheit zum Empfang und zur Mitteilung von Nachrichten oder Ideen ohne Eingriffe öffentlicher Behörde und ohne Rücksicht auf Landesgrenzen ein. Aber wie ist es um den aktuellen Zustand der Pressefreiheit bestellt? Geben aktuelle Entwicklungen Anlass zur Sorge oder wehren sich PR-Institutionen zu Recht gegen immer schlechter werdenden Journalismus? Ein Versuch der Frage auf den Grund zu gehen, und zwar explizit am Beispiel der Sportszene in Österreich. Das Allianzstadion in Wien-Hütteldorf, Heimat des wohl populärsten und am meisten polarisierenden österreichischen Fußballclubs. Kaum ein Verein steht derart unter medialer Dauerbeobachtung wie der SK Rapid. Die sportlichen Fäden bei Rapid zieht er, Freddy Bickel, früher selbst Journalist, heute regelmäßig in der Öffentlichkeit. Medienschaffende sind seine ständigen Begleiter. Die Zusammenarbeit mit Journalisten ist Teil seines Jobs. Herr Bickel, wie viel Zeit verbringen Sie denn pro Woche mit Journalisten? Welchen Stellenwert hat Medienarbeit in Ihrem Job? Ja, natürlich wichtig und das gehört dazu. Und ich denke, wir brauchen Sie so sehr, wie Sie uns auch brauchen, auch in dieser Sportart und vor allem in dieser Sportart. Also musst du dir die Zeit nehmen, die du zum Teil auch gerne nimmst. Es ist auch ein gewisses, soll sich falsch verstehen, aber Spiel. Es ist auch ein gutes Instrument heute für Mitteilungen, die du vielleicht über andere Wege auch Spieler mitteilen willst oder Gegner mitteilen willst. Oder du kannst es für diverse Dinge einsetzen, auch wenn ich dann vielleicht nicht so viel mit Journalisten am Telefon bin. Aber die Arbeit im Kopf oder was willst du jetzt mitteilen oder wie willst du es darstellen, das ist was, was dich natürlich täglich begleitet. Wie oft ist es lästige Pflicht? Wie oft denken Sie sich, bevor Sie das Interview antreten, sozusagen, muss das schon wieder sein? Schaue ich eigentlich nie so an. Vielleicht auch, weil ich es auch mal von der anderen Seite aus gemacht habe. Und dann verstehst du das halt in jeder Situation, ob es jetzt gut oder schlecht ist, dass du da hinstellen musst. Und das gehört zum Job. Und sonst musst du den Job nicht machen. Ich denke, nervig ist dann, wenn du Aussagen machst und die werden vielleicht schon richtig wiedergegeben, aber einen Satz noch ausgelassen oder den letzten Satz nicht gebracht. Und dann durch die heutige schnelllebige Zeit wird alles sofort weitergetragen. Ab meinem zweiten und dritten tönt es dann eben schon anders, weil eben noch der eine Satz oder das eine Wort fehlt. Und das ist dann ehrlich mühsam, weil solche Aussagen geben dir Stunden Arbeit. Was man sich dann nicht überlegt ist, Vereine fragen nach, ja, hast du das so gesagt oder willst du jetzt wirklich diesen Spieler? Die eigenen Spieler fragen, im Verein fragen sie. Also sie müssen sich mit einem Thema beschäftigen, das für sie eigentlich gar keines ist. Keines ist und es nimmt dir Stunden. Ja. Dabei könnten sie sich ja im Jahr 2018 viel einfacher machen. Sie bräuchten ja die kritischen Medien gar nicht, weil es gibt genug Plattformen, die der SK Rapid ja schon betreibt. Es gibt Social Media, YouTube, es gibt die eigene Fernsehshow von Rapid, die Stadionzeitung, was da alles so dazugehört. Das heißt, wenn Sie wollten, könnten Sie es ja im Stile von Donald Trump machen und sich selbst aussuchen, zu welchen Medien Sie gehen, wem Sie ein Interview geben.
Ja, also, ist das keine Option für Sie? Das wäre ja für mich. Für mich ist schon gar nicht mit ihm in keiner Weise. Nein, das habe ich nicht gemeint. So nicht. Aber ich meine, Sie könnten sich ja viel einfacher machen. Nein. Sie sind ja nicht mehr angewiesen auf die Schlagzeile in der Kronenzeitung. Nein, das sind wir nicht. Also das, oder bin ich wirklich nicht. Ich glaube, wir benutzen das auch und ich finde das ein sehr gutes Instrument, dass du dann wirklich Dinge klarstellen kannst oder anders auch erklären kannst oder die Hintergründe erklären kannst. Nur ist es eben dann, meistens reagierst du nur oder agierst du nur, du reagierst nicht. Und das Problem dabei ist, wenn du im Nachhinein etwas sagst, es ist eben schon überall gestanden oder es ist eben schon überall rausgekommen, so wie es du vielleicht gar nicht gewollt hast. Und es ist dann sehr schwierig zum Korrigieren. Für Presseangelegenheiten beim SK Rapid ist er verantwortlich. Peter Klingelmüller, offiziell Direktor Kommunikation, Medien und PR. Peter, Armin Wolf vertritt in seinem Buch die These, dass PR etwas verkaufen will, Journalismus hingegen aufklären. Wenn das so ist, dann müsste ja Journalismus und folglich die Pressefreiheit dein, ein bisschen zugespitzt formuliert, natürlicher Feind sein. Ist das so? Nein, wobei Armin Wolf definitiv recht hat, so wäre es auch in der reinen Lehre, dass Journalismus aufklären soll, kritisch hinterfragen soll und PR, Public Relations, natürlich ist seine Sache, so möglich positiv ist, nur irgendwie geht zu verkaufen. Es sind zwar ganz verschiedene Jobs, auch wenn sie wesensverwandt sind, aber prinzipiell hat Armin Wolf recht, aber du hast meiner Ansicht nach nicht recht. Also die Schlussfolgerung ist die falsche. Genau. Wenngleich es aber natürlich die Aufgabe des Journalismus ist, die Schmähs unter Anführungszeichen der PR aufzuplatteln, wenn man so will, oder? Das heißt, die Ansichten sind ja sehr wohl ganz unterschiedlich und die Interessen, die da vertreten werden. Wahrscheinlich in vielen Fällen ja. Im speziellen Fall Sport, jetzt wo ich tätig sein darf seit fast zwei Jahrzehnten, eher selten, weil es hier eigentlich darum geht, dass man ein Ereignis, eine Geschichte verkauft, die eigentlich für jeden positiv ist oder sein sollte, wo man also einfach das Glück hat, du arbeitest für eine Sache, die eigentlich die ganze Welt bewegt, die ganze Welt begeistert. Und da gibt es einfach viel mehr positive Geschichten als negative, aber natürlich gibt es hin und wieder so Fälle, wo man sagt, gut, da ist klar, dass es ganz unterschiedliche Ansichten gibt zwischen dem Journalisten und dem PR-Mann. PR steht als Abkürzung für Public Relations. Der Public Relations Verband Austria sieht als eine der Hauptaufgaben der PR das Management von Kommunikation jeder Art zwischen Menschen, Organisationen, Institutionen sowie der Öffentlichkeit außerhalb und innerhalb des Unternehmens. Journalismus als natürlicher Gegenspieler der PR? Ich habe ehrlich gesagt nie den Eindruck gehabt oder ganz, ganz selten, dass es irgendwas Bösartiges, Absichtliches war. Ja, es passieren einfach Fehler, die passieren euch Journalisten, die passieren uns beim Verein genauso. Und wenn man die Fehler anspricht und auf Augenhöhe ausspricht, muss man auch sagen, ist passiert. Schaut natürlich, um eine Richtigstellung zu erreichen, das ist schon wichtig, also da bin ich dann oft sehr lästig. Mitunter kann ich sogar aus eigener Erfahrung sprechen. Also ganz wurscht ist euch ja nicht, was so in den Redaktionsstuben passiert. Da gibt es schon dann einen oder anderen Anruf. Ja, natürlich. Und das entspricht zumindest meinem Naturell. Ich bin also erzogen worden und ein gewisser Gerechtigkeitsfanatiker. Ich sage, mit Kritik und harter Kritik muss man leben, wenn sie berechtigt ist. Mit unsachlicher oder Fake News, wie es jetzt modern ist, mag und kann ich nicht leben. Ja. Sollte es, jetzt wieder konjunktiv, sollte es halt jemanden geben, der das zu seinem Prinzip macht der Arbeit, dass er Sachen, die jetzt aus unserer, meiner Sicht einfach falsch sind, immer wieder in die Welt schmeißt, dann ist die Zusammenarbeit dann sicher nicht mehr so lustig. Just während wir in Hütteldorf drehen, passiert praktisch zeitgleich an der Münchener Sebener Straße Denkwürdiges. In einer Pressekonferenz äußerst seltenen Zuschnitts holt die Clubspitze des FC Bayern zum Rundumschlag gegen Journalisten und Medien aus. Wenn ich über Manuel Neuer lesen musste, da muss ich offen und ehrlich sagen, dann fehlen mir eigentlich jegliche Worte. Dann kann ich eigentlich nur noch eins sagen, geht's eigentlich noch? Polemik scheint keine Grenzen mehr zu kennen. Unverschämt, respektlos und polemisch. Mit ihrem Trio Infernale, in ziemlich ahnungslosen, wie Rolf Nieburg, Timo Latsch, Nico Holter, den Jogi Löw versucht haben abzuschießen, das war widerlich. Das ist respektlos. Die Fakten aus der Börse sind besser. So kann man das nicht machen. Das ist respektlos und unverschämt. Wäre sowas bei Rapid auch denkbar? Also erst steht es mir wirklich nicht zu,
solche Kaliber des Weltfußballs da in irgendeiner Art und Weise zu beurteilen oder zu bewerten. Ich habe die Pressekonferenz auch nicht gehört. Ich auch, ich habe es nur gelesen. Genau, deswegen, das ist halt dann auch was, da sage ich, reden wir drüber, wenn wir es beide gesehen haben. Dann wissen wir, wovon wir reden. Inzwischen haben die Pressekonferenz natürlich alle gesehen, auch er. Jens Seifert-Brockmann, Universitätsassistent für Public Relations Forschung an der Universität Wien. Herr Doktor, es waren sich ja praktisch alle Journalisten und alle Medien einig, dass die besagte Pressekonferenz des FC Bayern München kein Meisterstück der PR war. Wenn das tatsächlich so ist, dann meine Frage an Sie, wie konnte es so weit kommen? Weil man kann den Herrn Rummenigge und Hoeneß ja wahrscheinlich viel unterstellen, aber wahrscheinlich nicht, dass sie blöd sind. Außerdem gibt es dazu noch einen Herrn Niklas, das ist der Pressesprecher oder Medienverantwortliche, der sein Geschäft auch verstehen sollte. Also wie konnten die Bayern-Bosse in diese Falle tappen oder steckt da irgendeine Strategie dahinter, die wir alle noch nicht durchschauen? Ich würde sagen, der FC Bayern hat gemacht, was der FC Bayern immer macht in solchen Situationen. Wenn es eine Krise gibt, dann kommt die Abteilung Attacke. Und Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge haben das über die Jahrzehnte, die sie diesen Verein geprägt haben, perfektioniert. Ich glaube, was diesmal einfach passiert ist, es ist halt mal schiefgegangen, wie es ganz häufig im realen Leben der Fall ist, dass eben Uli Hoeneß, ob das jetzt gewollt war, ich vermute, es war eher ungewollt, eben mit seinen Äußerungen, zum Beispiel über Juan Bernat eben, dafür gesorgt hat, dass die eigentliche Diskussion sich eben auf was anderes verlagert hat. Jetzt hat Karl-Heinz Rummenigge sehr pathetisch angekündigt, als Maßnahme auf die seiner Meinung nach ungerechtfertigte mediale Berichterstattung verstärkt auf die klubeigenen Medien zu setzen. Mhm. Also Bayern TV, Social Media, was es da alles gibt. Das erfüllt Journalisten naheliegenderweise schon ein bisschen mit Sorge, weil es Pressefreiheit natürlich wieder ein Stück weit einschränkt, wenn der Zugang zu den Spielern oder zu den Protagonisten immer schwerer wird. Wie sehen Sie diese Entwicklung und wohin kann das führen, wenn man 1:1 Geschichten oder 1:1 Interviews tatsächlich immer schwerer kriegt als Journalist? Ja, also das ist eine Drohung und Journalistinnen und Journalisten sind gut beraten, wenn sie diese Drohung ernst nehmen, weil das wird natürlich passieren, nicht nur beim FC Bayern, bei allen Fußballvereinen, im Sport generell, dass die Sportlerinnen und Sportler und die Vereine über ihre eigenen Kanäle kommunizieren. Wenn sie als Marke daran interessiert sind, Beziehungen zu neuen potenziellen Anhängern aufzubauen im Sport, dann nützt es ihnen relativ wenig, über Bayern TV die rosa, rot gefärbte, wundervolle Wirklichkeit der Welt des FC Bayern zu senden, weil Leute, die sozusagen herangeführt werden wollen an den FC Bayern oder herangeführt werden können an so einen Verein, die finden sie nicht über solche unternehmenseigenen oder vereinseigenen Medien. Ich glaube, es wird langfristig dazu führen, dass der Journalismus, der Sportjournalismus sich auf seine Kernkompetenzen eher besinnen wird. Das heißt, er wird, um es positiv zu drehen, sich stärker darauf verlegen, zu analysieren und zu kritisieren und den Sport als neutraler Beobachter zu begleiten ein Stück weit. Auch wenn das beim Sportjournalismus immer natürlich eine größere Nähe gewesen ist als in anderen Feldern des Journalismus. Aber es wird natürlich auch dazu führen, dass es in Zukunft weniger Sportjournalismus gibt, weil viele Sportjournalistinnen und Journalisten in Zukunft bei den Vereinen arbeiten werden. Wo sie besser verdienen als im Journalismus? Wo sie besser verdienen im Journalismus, regelmäßiger, also ein geplanteres Ein- und Auskommen haben. Und wo sie kreativ gestalten können, die Kommunikation. Also das machen, was man klassischerweise als Public Relations bezeichnen würde. Der Journalismus wird schnelllebiger, die Zeit zum Recherchieren knapper, der direkte Zugang zu den Spielern und Trainern schwieriger. Vor allem Letzteres war in der Zeit, in der er begann, im Journalismus Fuß zu fassen, ganz anders. Hans Huber, Reporterlegende, ehemaliger Fußball- und Sportchef des ORF. Wie hat hierzulande Journalismus funktioniert, bevor es diese üppigen PR-Instanzen gegeben hat? Ja, also die Zeiten haben sich natürlich völlig geändert. Wir hatten noch den direkten Zugang zu den Sportlern. Wir hatten den direkten Zugang in die Kabine nach einem Spiel. Wir haben mit den Skifahrern im Hotel uns ausgemacht, dass wir uns treffen mit ihnen. Die sind gekommen ohne Pressesprecher, ohne dass man sich anmelden musste bei irgendjemandem anderen, sondern wir haben mit dem Skifahrer das Interview gemacht, das wir wollten. Wir haben mit den
mit den Fußballern ständig alle Telefonnummern gehabt. Wir haben sie angerufen, ohne dass ein Pressesprecher dazwischen geschaltet war, ohne dass wir uns vergewissern mussten, dass das auch genehm ist, dass wir dieses Interview machen. Wir haben das Interview durchgeführt. Oder wir waren, wie gesagt, also in der Kabine nach dem Spiel. Das war absolut üblich, dass man in die Kabine gegangen ist. Diese strengen Regulative, die wurden erst viel, viel später eingeführt, haben vielleicht auch ihre Vorteile, um Spieler und Funktionäre und Trainer ein bisschen zu schützen, auch vor sich selbst. Aber auf der anderen Seite war das natürlich schon ein völlig anderes Arbeiten, als es heute der Fall ist. Sind die Sportler heutzutage wehleidiger als damals? Also ich glaube, dass die Kritik im Prinzip ähnlich geblieben ist. Es gibt so diesen Stehsatz auch in der Journalistik, die Schreibmaschine in Salzsäure getaucht wurde, also wirklich ganz selten. Das ist schon korrekt, aber ich glaube auch, dass die Kritik vielleicht sogar ein bisschen differenzierter war als heute. Heute stehen die Spieler sehr in der Öffentlichkeit oder die Sportler stehen sehr in der Öffentlichkeit und müssen natürlich auch leben, mit Kritik umzugehen. Aber damals war das auch so. Eine Niederlage im Abfahrtslauf war eine, sage ich jetzt unter Anführungszeichen und mit allem Bedacht, dass es um Sport geht, eine nationale Katastrophe. Ist es nicht, es ist Sport. Und ich bin auch immer der Ansicht, natürlich kritisiert man einen Spiel, aber ihn persönlich anzugreifen, weil er hat ja kein Verbrechen begangen. Er hat nichts gestohlen, er hat keinen Überfall gemacht, er hat niemanden geschlagen, sondern er hat halt einen Ball neben das Tor geschossen. Natürlich, es ist zu kritisieren, weil es ist sein Beruf, aber es ist kein Verbrechen. Daher muss man das schon irgendwie relativieren, meiner Ansicht nach. Marcel Hirscher bei einem seiner unzähligen Presseauftritten hier in Kitzbühel. Ein Leben in der Öffentlichkeit. Meistens mit dabei Medienmanager Stefan Illek. Wo Hirscher öffentlich auftritt, ist Illek meist nicht weit. Etwas, was politische Journalisten gerne argumentieren, ist, dass die Regierung, die sie kritisieren, ja eigentlich dankbar dafür sein müssten, dass es kritische Journalisten gibt, weil sie ja Wegweiser sind sozusagen, eventuell Fehlentwicklungen aufzeigen, also so ein bisschen auch Hilfesteller für die kritisierten Politiker sind. Wenn wir diese Thematik jetzt auf den Sport umlegen, inwieweit könnte der Marcel, kannst du als sein Pressebetreuer, von kritischer Berichterstattung profitieren? Ja, auch wenn es nur unter Anführungszeichen Sport ist, es war unerträglich, wenn man nur so einen, wie soll man sagen, Gefälligkeitsjournalismus hätte. Also das ist ja dann keine Medienarbeit, sondern das ist ja reine Propaganda. Und das war, also das halte ich für das Worst-Case-Szenario, nicht nur in der Politik, dort noch mehr natürlich, als im Sport, der doch ein bisschen Infotainment-Charakter hat. Also das ist ja nicht reine strenge Information, das ist ja auch Unterhaltung. Definitiv. Aber selbstverständlich wollen auch wir, dass wir kritische Berichterstattung kriegen, über uns lesen und bekommen und dass die Journalisten quasi ihre Arbeit machen. Ja. Jetzt hat es ja dieses ominöse Mail aus dem Büro Herbert Kickl, also vom Innenministerium, an sämtliche Polizeistellen in Österreich gegeben. In diesem Mail ist sinngemäß suggeriert worden, kritische Medien ein bisschen weniger freundlich zu behandeln. Das ist jetzt meine plumpe Zusammenfassung dieses Mails. So, jetzt wollen wir das außen vor lassen, aber als Illustrationsbeispiel ist es vielleicht trotzdem ganz gut. Wie gehst du konkret jetzt mit solchen Fällen um? Also die Zeitung X gibt dem Marcel eine mit sozusagen, oder er kriegt eine am Deckel. Gehst du jetzt im Sinne der Pressefreiheit auf die Zeitung X zu und sagst, weil du den Marcel gestern gerügt hast, kriegst morgen eine exklusiv Home Story? Oder ist es nicht menschlich nachvollziehbar zu sagen, also mit dem Journalisten will ich jetzt einmal zwei Wochen nichts reden? Nein, also ich halte das für einen völlig falschen Zugang zu unserem Job. Ich versuche, alle gleich zu behandeln, was natürlich nie gelingt aus diversen Gründen, aber ich versuche es, ich bin immer bemüht. Und auch die großen und die kleinen Medien, und also nicht nur die Reichweite im Auge zu haben, was natürlich auch ja, verlockend ist,
und gleichzeitig auch kritische Journalisten nicht für ihre Arbeit zu bestrafen. Natürlich gibt es immer verschiedene Wirklichkeitskonstruktionen, wie Paul Watzlawick das gesagt hat. Also sprich, der sitzt natürlich anders als ich oder die Kollegin. Und was am besten hilft, ist Kommunikation. Man muss mit den Leuten sprechen. Und oft ist es zu Recht, dass man mal ja, Fehler aufgezeigt bekommt. Dann ist es eh gut, dann gibt es ja nicht viel zu machen, außer dass man sagt, ja, jetzt hast du uns erwischt, aber du hast recht. Oder man fühlt sich zu Unrecht kritisiert, da muss man drüber reden. Ski-WM 2017 in St. Moritz. Marcel Hirscher scheidet im Teambewerb relativ früh aus. Mhm. Daraufhin fühlen sich manche, ich glaube Online-Journalisten waren es, ich wasche meine Hände in Unschuld, ich war nicht dabei und ich will jetzt auch nicht über die Kollegen aussagen, aber ist wurscht. Es hat die eine oder andere Schlagzeile gegeben mit dem Wortlaut peinliches Aus von Hirscher. Mhm. Daraufhin ist der Marcel sogar selbst zu Felde gezogen und hat bei einer Pressekonferenz gemeint, dass die Berichterstattung der jeweiligen Medien selbst peinlich und enttäuschend gewesen wäre, woraus sich aus mir oder in mir wieder die Frage ergibt, kann ein großer Champion wie der Marcel da nicht einfach drüber stehen und sagen, was können die mir anhaben? Weil er war damals, den Eindruck hat er vermittelt, schon einigermaßen pikiert. Ja, das hat ihn geärgert. Also es ist so, dass man, wenn man jetzt die Frage stellt, kann er nicht drüber stehen? Ja, natürlich könnte er. Das macht er in 99% der Fällen. Und seitdem ich mit ihm zusammenarbeite, das sind immerhin doch schon 7 Jahre, hat er ein einziges Mal sich an die Medien gewandt in einer Pressekonferenz und die Gelegenheit genützt, ihnen zu sagen, dass er diese Berichterstattung für nicht sehr objektiv hält. Und das verstehe ich, weil wir haben vorher darüber gesprochen und er hat mir gesagt, das ärgert. Und dann sage ich, du, wenn es dich ärgert, dann bleib authentisch, wie du es immer bist und sag, was dich ärgert. Und geärgert hat ihn ja, dass dieser Holländer, der in einem Teambewerb ihm quasi rausgefahren hat, der ist drittschnellste Zeit gefahren an dem Tag. Das heißt, der hat viel mehr eigentlich abgehängt in diesen Rennen. Ja, da kann man jetzt sagen... Wobei du selbst gerade gesagt hast, im Sport zählt der Erfolg. Also das so ist es. Ja. Er hat ja 2 Goldmedaillen da gemacht, also so unerfolgreich war er nicht in St. Moritz. Goran Djuricin hatte gegen Ende seiner Amtszeit als Cheftrainer des SK Rapid keinen leichten Stand bei den eigenen Fans. Ein Thema, das auch die Medien bewegte und so wiederum die PR-Abteilung des SK Rapid, erst recht nach einer sehr speziellen Geste des damaligen Rapid-Trainers. Uns ist das berüchtigte Foto zugespielt worden. Die Chefität rundherum ist natürlich sofort nervös geworden und hat gesagt, hau das raus, weil sonst haben es die Konkurrenzmedien. Das heißt, wir stehen natürlich unter zeitlichem Druck. Ich habe es dann, mag ich jetzt zu meiner Eigenverteidigung sagen, einigermaßen abgeschwächt gebracht, also so, dass ich es mit meinem Gewissen noch einigermaßen vereinbaren habe können. Wenn Sie sich zurückversetzen in Ihre Situation als Journalist, wie hätten Sie gehandelt? Hätten Sie das Bild auch gebracht? Weil Sie waren im Nachhinein natürlich mit der Art und Weise, wie es aufbereitet worden ist, vielfach nicht glücklich und haben das in einer Pressekonferenz auch sehr deutlich kundgetan. Wenn Fans irgend in ein Verhalten eines Trainers etwas interpretieren, dann habe ich noch gewisses Verständnis, wenn es auch schwierig ist, aber dann kann ich es noch irgendwo nachvollziehen. Wenn dies aber Medienvertreter machen, habe ich absolut kein Verständnis mehr. Dann finde ich es boshaft, um es nicht gleich als ekelhaft zu bezeichnen. Hätten Sie als Journalist gänzlich darauf verzichtet? Nein, überhaupt nicht. Und ich finde es sogar absolut Pflicht, dass man das auch bringt. Das verstehe ich und ich hätte es mir selber nicht verziehen, hätte ich es nicht gemacht. Das ist ganz klar so. Nur bearbeitet ist ganz bestimmt ganz anders, weil, finde ich, heute noch wäre auch die Pflicht des Journalisten, eben wirklich dem genau nachzugeben, was da los war, wie war es richtig. Aber damals bei den ersten Bildern, keiner konnte dir sagen, was der Finger, war es ein Vogel, war es nur eine Geste. Das war tatsächlich ein heiß diskutiertes Thema auch in der Redaktion. Wir haben gewusst, wir wissen eigentlich gar nicht, was da passiert, und müssen aber trotzdem was bringen. Und bevor vielleicht 1-2 Tage später noch andere Bilder gekommen sind, kamen schon die wildesten Spekulationen. Und was mich dann vor allem auch sehr gestört hat, weil ich ja immer mittendrin war, auch neben dem Trainer gestanden bin, wie es dann geheißen hat, er hat den Finger Richtung eigene Fans gezeigt. Und das wusste ich mit hundertprozentiger Sicherheit, war nicht so. Er stand neben mir mit dem Rücken zur VIP-Tribüne. Und sowas überhaupt auszubreiten, was das für Folgen hatte, das war ein Wahnsinn für uns alle dann. Ein anderes sehr aktuelles Thema, das mir in diesem Zusammenhang einfällt, ist der Umgang von Marcel Hirscher und seinem Team, vulgo dir, mit dem Babythema. Jetzt ist es natürlich eine vollkommen legitime Strategie zu sagen,
der Sportler Marcel Hirscher gibt eh quasi alles preis, der muss jetzt nicht auch noch sein Privatleben preisgeben. Unter anderem hat es deswegen bei einer Pressekonferenz die Order gegeben, bitte keine Fragen zum Babythema. Ist es, wenn man es jetzt ein bisschen pathetisch formuliert, nicht auch Einschränkung der Pressefreiheit, wenn man sagt, gerade dieses Thema, das die Bevölkerung ganz offensichtlich, wenn man die Klickzahlen hernimmt, sehr stark interessiert, jetzt außen vor zu lassen in der Berichterstattung? Schränkt man da nicht die journalistische Freiheit schon ein, wenn man sagt, gerade zu dem Thema, das halt sehr viele interessiert, bitte keine Fragen? Das sehe ich ganz klar, dass das nicht so ist. Also die Entscheidung liegt natürlich bei Marcel selbst, wie weit er sein Privatleben nach außen stülpt. Ihr habt es noch nie gesehen, dass es von Marcel eine Homestory gab. Keiner Richtig. Kennt sein Wohnzimmer oder sonst was. Ihm ist das sehr wichtig. Ich tue jetzt nichts zur Sache, aber ich finde das persönlich ja auch gut, wenn er das macht. Das ist halt seine Entscheidung und er zieht selbst die rote Linie, wo beginnt sein Privatleben und wo will er eben für sich einen Bereich haben, der nicht der Öffentlichkeit zugänglich ist. Da gehört auch sein Familienthema dazu. Und das ist zu respektieren. Und es ist definitiv keine Einschränkung der Pressefreiheit, weil da gibt es Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs, wie weit was Privatleben ist. Früher war so eine Person öffentlichen Interesses, der durfte mal beim Einkaufen Fotos machen und die veröffentlichen. Das ist nicht mehr so. Sogenannte Personen öffentlichen Interesses können sich dabei vor allem auf Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention berufen. Das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens. Darin heißt es: Jedermann hat Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner Wohnung und seines Briefverkehrs. Es gibt Staatspräsidenten, die halt mit kritischen Fragen gar nichts anfangen können und kritische Fragen gerne im Keim ersticken. Siehst du diese Gefahr? Bewegen wir uns tatsächlich ein Stück weg von der Pressefreiheit und von Demokratie? Und wenn ja, inwieweit, ich formuliere es jetzt pathetisch, sind solche Institutionen wie jene, der du angehörst, nämlich die PR-Institutionen, auch daran ein bisschen schuld? Naja, das ist, also ob wir schuld sind, das ist ein bisschen wie ein Messer. Man kann da mit Gemüse aufschneiden, man kann auch wem umbringen. Also das ist, die PR ist ein Werkzeug und die kann man ethisch vertretbar einsetzen oder eben nicht. Aber ja, also die Entwicklung, diese Tendenz gibt es. Wir kennen die Länder in Europa, wo die Pressefreiheit massiv eingeschränkt ist. Ich halte es für ganz tragisch und schrecklich für die Zukunft. Da denke ich an meine Kinder und so weiter. Also das ist nicht lustig, das Thema. Und das, jeder wünscht sich natürlich von den Politikern, dass er nur positive Berichterstattung hat. Es liegt am Volk und nicht am Politiker, dass man dem Einhalt gebietet, indem man einfach bei den Wahlen sich solche Strömungen widersetzt. Also das darf man einfach nicht akzeptieren als Volk, dass die Medienfreiheit beschnitten wird.